Ja, herzlich willkommen bei der Spielerkarriere von Tom Mikowski. Es geht weiter mit Real Madrid. Wir haben hier die Saison 2024, 2025 und Tom Mikowski ist bei Real Madrid gelandet und versucht jetzt endlich einen Titel zu gewinnen. Das ist das große Ziel, das er hat. Bisher noch nicht erreicht, weder natürlich nicht beim Zweitligisten wie Newcastle United, aber auch noch nicht bei einem Erstligisten wie Manchester City, wo das eigentlich hätte funktionieren müssen, da ist man nur Dritter geworden. Jetzt ist er extra bewusst Quasi zu Real TOD haben oder müssen Madrid alles gewechselt, haben. um eben einen Titel zu bekommen, weil wo kann man das anders als bei Real Madrid? Es läuft ganz gut, er steht im Mittelsturm, da wo er immer hin wollte. Von daher glaube ich, ist das eine Von gute daher Chance für klar. ihn, endlich seinen Titel zu erreichen. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch so funktioniert. So, wir werden gleich weiterspielen mit Tom Mikowski, der ja ein bemerkenswerter junger Mann ist, der aus Stuttgart kommt und aber ganz schnell in die große, weite Welt hineinkam und schon nach einem Jahr bei Borussia Dortmund 2 relativ schnell weitergekommen ist Richtung Newcastle United in der zweiten Liga. So, ich kündige meinen Stream noch schnell an im Discord-Server. Und dann geht's los. Gut, wunderbar. Wir springen gleich mitten rein. Wir haben soeben gegen Barcelona im Pokal verloren. Wollen natürlich jetzt unbedingt möglichst schnell weiterkommen. Deswegen schauen wir mal, was hier passiert. Es geht jetzt gegen La Liga Santander, also in der Haupt gegen Atletico. Und da kommen wir komischerweise erst in der 63. Minute eingewechselt. Offenbar war der Trainer nicht zufrieden mit unserer Leistung in den letzten Spielen, vor allem beim Ausscheiden gegen Real Madrid. Weniger als eine So, halbe und wir haben Stunde vor natürlich Ende Schnee in kommt nun Spanien wohl sehr also der wahrscheinlich, Wechsel. aber Logisch, Ehe dass hat sie das so jetzt gewollt. wechseln. Knappe Führung. Jetzt sollen Tom Mikowski frische kommt ins Kräfte Spiel. dafür sorgen, Rodrigo geht dass man raus. diesen Spielstand über die Einer Runden der bringt. Flanke, das sieht danach aus, dass er schon wieder auf dem linken Flügel spielt, was bei Einwechslung leider immer der Fall ist. Leider nicht so gut. Wir schauen mal, Flankenerfolgsquote 30%. Das glaube ich, können wir erreichen. Und los geht's. Ja, man liegt vorne, ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen ein optimal vernünftiges Ergebnis halten. Aber natürlich wollen wir ein Tor von Tom Mikowski Atletico sehen. verliert den Ball. Es ist schwierig, auf diesem Boden was zu spielen und schnell ein Pass hier rüber. Peter macht das, ja, Ja, auch ein sehr guter Spieler. Und, dribbelstark, macht das richtig aber gut. natürlich Da wird können Sie das von erst mal klären. starken Atletico abgefangen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Und schon kommt der Gegenangriff von Richarlison. Wir müssen gucken, dass wir hier dranbleiben. Aber Peter ist Richarlison. leider nicht gut in der Außenverteidigung. Ist zu weit nach vorne gerückt. Dass sich gerne Platz den zum Angriff Flanken. einschaltet und schnell. Andreas Christensen. Courtois hält Kein es. Sehr Tor. gut. So Courtois muss hat den das Ball. nicht laufen. Wir versuchen einen schnellen Er hatte in Gegenschlag. den vergangenen Tagen immer wieder in den Ah, Schlagzeilen gestanden. das Ja, war der hört ja auf, Abseits. Uschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Aber da ist der Weiter Manager geht's. nicht zu beneiden, Wir wenn versuchen, er ins Spiel adäquaten zu kommen. Ersatz Immer finden schwierig als will. Einwechselspieler. Wie soll das Mal gehen? wir Den kannst du nicht eigentlich nicht ersetzen, Wolf. gesetzt sind, Ganz eigentlich war das wichtiger Versprechen Mann, von nicht nur Carlo spielerisch Ancelotti, auch. dass wir im Sturm Fürs spielen. Ein Teamgefüge. Mittelsturm. So, jetzt Auf hat den es konnte der geschafft. Trainer. Und Ah, Lautaro jetzt könnte es eine Martinez. gute Lautaro hat Gelegenheit es geben. geschafft. Das schaffen wir. Ja, Sie und haben das ist diese das Partie 2:0. jetzt doch mehr oder Damit eigentlich weniger schon gewonnen. die Sieht im Entscheidung Moment gut gegen aus und Real das Tor gibt natürlich Atletico Madrid zusätzlich im Selbstvertrauen. Stadtduell, dem großen Duell. Natürlich ist Tom Mikowski ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so gleich von Anfang an laufen durfte. Aber Lautaro Martinez, der jetzt auch seit Ganz neuestem, alleine macht er seit das, der schnappt sich den Winterpause für Ball Real Madrid und spielt, gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der ist natürlich Abwehr ein zu spät genialer ist. Stürmer, der das auch verwandeln Herrliches kann. Tor. Insofern freut sich Tom Mikowski für die Mannschaft mit der Mannschaft. Er ist sowieso ein kleiner Superstar, wird von der spanischen Presse hochgehypt, hochgelobt. In diesem Ich Sinne glaube, ist das er, gibt eine glaube ziemliche ich, Ansprache in relativ der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich So, komplett 2 zu anders 0. vorgestellt. Joao Felix stößt an. 2-0 steht hier. Sie Richarlison und machen einen Gravenberg guten versuchen Eindruck. natürlich jetzt alles, um das Spiel noch zu wenden. Das prestigeträchtige Stadtduell ist natürlich eins, das man gewinnen möchte, gewinnen muss. Aber danach sieht es heute nicht aus. Gut für die Madrilenen, die Einen ja neuen Mann gerade gibt erst es eine bei große Schmach Leeds United. Freude ist verkraften mussten, gegen groß, dass ausgerechnet man gegen sich seine Barca Unterschrift nun nach langem Hin im und Her Copa des Spanier zu gesichert hat. verlieren. Also mit Und ihm schnell Tom verstärken Sie Mikowski sich in läuft, jedem läuft, Fall. Das ist läuft, ein richtig läuft, kann guter einen guten Transfer. Pass spielen, außen kommt. Chance Ah, jetzt zur nein. Flanke. Hier mal abgeflankt. Pässe sind nicht so die Stärke oder Der Flanken Pass von Tom kommt nicht Mikowski. an, war nicht Deswegen präzise genug. spielt er Wird es ungern Einwurf geben? auf den Flügeln, was er leider schon musste
bei Man City. Pep Guardiola hatte viel verunsetzt gehabt. Auch einer der Gründe, warum Tom Mikowski dann schon nach einem Jahr und einem Platz für den Konter jetzt. Nur einen Titel im FA Cup. Ansonsten nur Misserfolge in der Champions League und in der Premier League schon wieder. Man City verlassen hat, aber er will einfach Mittelstürmer spielen. Gucke. Heute leider nicht. Sie drängen nach vorne, aber man da es insgesamt reicht, kann er das, glaube ich, verkraften. So, jetzt Bob. Nein, schlechter Pass. Vorsichtig. Schaufel Leaks ist nie zu unterschätzen mit seiner Schnelligkeit. Und weiter geht's. Macht er gut. Oh, das war. Courtois rettet uns. Oh, noch ein katastrophaler Abwehrfehler. Jetzt kommen wir gar nicht mehr hinten raus. Gut, von Casemiro abgefangen. Schnell weiter. Über der Flügel. Vinicius Junior, natürlich einer unserer schnellsten Spieler. Kann, glaube ich, in der Mitte. Ist mitgelaufen. Das müsste funktionieren. Tomikowski, yeah! Und Tomikowski kommt von rechts. Der Mann ist einfach unfassbar schnell. Ist überall. Wo er eigentlich in der Mitte stehen müsste, kommt er natürlich so schnell rangerast und kann dann auch das Tor machen. Wunderbar, damit ist auch für ihn dieser Einsatz versöhnlich in der kurzen Zeit, die er spielen durfte. Aber er war natürlich auch ein bisschen überspielt, weil er fast jedes Mal vorne steht. Kopp aber unter der Woche, von daher auch nachvollziehbar für Ancelotti, seinen besten Stürmer mit Weltrang 91 Gesamtstärke. Nicht zu sehr verheizt. Da ist Jan Oblak machtlos. Jan Oblak, der gefürchtete Torwart überhaupt in FIFA 22. Ja, ja, er kann natürlich so ist das. Mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. So, 3:0, da dürfte nichts mehr anbringen. Es wird ein bisschen gewechselt. Kanzler Schwetti lässt auch ein bisschen noch die zweite Reihe spielen, die das Spiel de facto entschieden ist. Aber Tommy Kofi ist natürlich hungrig auf Kunde. Der gibt niemals auf, der will natürlich immer noch mal einen drauflegen. So, guter Ballgewinn. Tom Binkowski nutzt seine Schnelligkeit, überspielt den argentinischen Abwehrspieler. Das sieht nach einem Pass aus, den er gut setzen kann. Und ja, da ist natürlich so der Torwart. Jan Oblak ist natürlich eine Bank. Der hat schon dreimal hinter sich greifen müssen, was sicher ungewöhnlich ist für ihn. Atletico Madrid ist ja eigentlich für jeden FIFA-Karriere-Spieler sowas wie ein Endgegner. Aber gut. So, das war nix. Atletico scheint diese Partie weitgehend aufgegeben zu haben. Das ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass sie was machen. Aber trotzdem ist Aufmerksamkeit angesagt. Man weiß nie, wie schnell Atletico zurückkommt. Wir haben alles schon erlebt. Aber auch hier dieser Pass kommt nicht an. Theo wirft sich dazwischen. Den Kopfball haben wir jetzt. Mussten wir die letzten 9 Minuten auch noch bestehen. Dennoch vorsichtig. Becken aufpassen. Ja, das ist natürlich kein Problem. Natürlich überhaupt kein Problem für Courtois. Wie der Reporter auch schon sagt, kein Problem für Courtois. Ja, das war ein guter Pass für Dominkowski, der seine Schnelligkeit nutzt, aber trotzdem von sich den Ball Jimenez ausgespielt wird. Da ist immer so ein bisschen seine Schwäche schon gewesen, dass er nicht besonders zweikampfstark ist. Und schnell, aber ein bisschen leichtfüßig seine Robustheit. Bei England ein großes Problem, wo sehr viel Brust gespielt wird, hier in Spanien, wo es mehr um Schnelligkeit und Technik geht. Tut er sich deutlich leichter, aber natürlich muss auch hier ein Zweikampf gewonnen werden, wenn er als Stürmer auf Verteidiger zuläuft. Und das klappt immer noch nicht so, wie er sich das will. Da kann er 10-mal einen Weltrang haben und ui. Der war nicht einfach. Aus der Distanz rettet uns. So. Und weiter geht's. Eckball von Atletico. Sicher jetzt nicht mehr so viel. Hallo, Kevin, schön, dass du da bist. Kleiner Nachmittagsspiel, Pause. Du siehst hier Tom Binkowski, der gerade eingewechselt wurde. In den Klassiko gegen Atletico Madrid, da stand schon 1-0, hat selber ein Tor geschossen. Ein weiteres ist gefallen von Lautaro Martinez. Von daher, ja, die Partie ist eigentlich entschieden, aber natürlich will Tom Binkowski immer mehr. Hier läuft er. Mit seiner unglaublichen Schnelligkeit kann er natürlich auch ein halbes Feld mal überspielen. Das ist eine Riesenchance, weil er wird wahrscheinlich jetzt schneller sein als die Verteidiger. Clevererweise spielt er ab und dann steht Vinicius Junior frei vor dem Tor. Lässt sich das natürlich nicht umgehen. Ja, der neue Haaland. Ja, so kann man das sagen. Das ist schon, also die Karriere ist wahnsinnig. Ich meine, die Spielerkarriere in FIFA 22 ist ein bisschen overpaced, das wissen wir. Aber ja, gut, trotzdem, glaube ich, ist es durchaus bemerkenswert, wie schnell er sich mit 22 Jahren an die, naja, kann man sagen, Weltspitze gearbeitet hat. Spielt bei Real mit den Besten der Besten. Also, das ist schon phänomenal. Vor 3 Jahren war Borussia Dortmund 2 in der 3. Liga, dann 2. Liga bei Newcastle United aufgestiegen.
4:0 gegen Atletico. Das dürfte durch sein. Dann mit Manchester City, das Riesenangebot von Pep Guardiola, aber eine unglückliche Allianz, weil er eben immer nur auf dem Flügel spielen konnte und da nie so wirklich glücklich war. Und auch dementsprechend auch die Meisterschaft relativ deutlich verpasst hat. Den FA Cup als kleinen Trostpflaster, den ersten großen Titel. Aber mehr war nicht drin. Champions League war eine Katastrophe. Jetzt haben wir zu viel geredet und klar. Aber gut, das ist nur noch Ergebnis Kosmetik. Das wird sicher das Spiel nicht mehr drehen. Das Ding ist durch, keine Zweifel. So, weiter. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Das nehmen wir nochmal mit. Aber natürlich, wenn man 4-0 führt, lässt sich das Ende so ein bisschen nach. Ist in Ordnung. Cool im Tor, ja, jedenfalls bei Real Madrid hat er die Form seines Lebens. Ist The Wonder Kid, wie er in England genannt wurde, ist El Fenomeno, wenn die Spanier unglaublich Schnelligkeit, Torgefährlichkeit. Hat auch in seiner Robustheit, in seiner Technik gearbeitet, ist also ziemlich kompletter Stürmer, auch wenn er immer noch kein Zweikampf-Gewehr ist. Und das war 4:1 gegen Atletico, das war eine runde Sache. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir kämpfen damit. Barcelona und Atletico Bilbao um die Meisterschaft sind da vorne auf Tabellenflur. Solche Siege sind wichtig. Tomikowski freut sich natürlich ganz genau mit Casemiro hier, Peter, Lautaro Martinez, auch ein geniales. Also die Mannschaft ist wirklich wahnsinnig. Rodrigo, Vinicius Junior, jetzt Lautaro Martinez. Also mehr Offensivpower kann man kaum haben. Es macht auch richtig Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen. Hier sehen wir nochmal kurz Tore hier, 69. Das war Lautaro Martinez. Nahezu im Alleingang. Sie haben diese Partie kaum aufzuhalten. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Wahrscheinlich zeigt es die Zusammenfassung jetzt auch gleich nochmal das Tor von Tomikowski, das natürlich ein sehr schönes war. Weil er hier perfekt von rechts reingestürmt kam. Große Flanke von Vinicius Junior und dann wunderbar kontaktlos angenommen, einmal aufhüpfen lassen. Zack, Jan Ulla, keine Chance. Ja, also das war eine runde Partie. Auch wenn Tomikowski erst spät reinkam. Aber gut, das ist natürlich dann auch mal verständlich bei den Pokalspielen. So, da wird sich gefreut in der Kabine. Tomikowski ist immer noch im Bereich der Auswechslung. Also Carlo Ancelotti ist gerade nicht so zufrieden mit seinem Superstürmer, hängt sicher mit dem Niederlage gegen Barcelona zusammen. Auch die letzten Spiele liefen nicht so, also wir müssen hier ins Training einsteigen, um den Trainer wieder zu überzeugen, dass wir doch vielleicht nicht ganz so schlecht sind, wie es jetzt hier darstellt. So, also wir lassen die besten Übungen uns laufen, sind dann gerade so mit Mühe in der Startelf, also so ganz klar ist es nicht, aber auch als Superstürmer müssen wir uns weiterwickeln. Jetzt gucken wir mal kurz in die Tabelle. Dieser Sieg hat uns natürlich enorm viel nochmal gebracht. Wir sind schon 6 Punkte vorne. Athletic Bilbao, unser aktuell härtester Verfolger, hat 3:0 gewonnen gegen Celta Vigo, also bleibt dran. Und Barcelona, die wir besiegt haben in der Liga, verliert, ist schon fast schon kein ernsthafter Konkurrent mal um die Meisterschaft. Von daher sieht's, ich würde sagen, gut aus. Wir müssen jetzt einfach weiter in Form bleiben. Tomikowski muss weiter spielen, dann läuft das. Gucken wir uns noch ein bisschen die Presseberichte an. Ja, bester Vorlagengeber natürlich. Wer ist das? Rodrigo, der läuft nämlich hier gerne auf Flügel. Und das ist das Schöne, also Tomikowski fühlt sich hier pudelwohl in dieser Mannschaft. Ich zeig mal kurz die Aufstellung. Ach, die kann man hier nicht zeigen. Das ist ein bisschen das Problem der Spielkarriere. Man hat ja die Mannschaftsübersicht nicht. Aber ich zeig's gleich, wenn wir jetzt gegen Mallorca spielen, das sind die Spiele, die beginnen sollten. Wir gucken mal kurz Tomikowski an. Der ist natürlich ein absoluter Top-Profi, 91 Gesamtstärke. Vor allem Dribbling, Schießen, Tempo, unfassbar. Pässe sind nicht seine Stärke und Flanken. Weil er seinen Blick nie so angewandt ist als Aitü Bull. Eigentlich hat er sich sehr hoch trainiert, um seine Zweikampfstärke zu pushen. Maestro kann gut das Spiel gestalten und ist mordmäßig schnell, unermüdlich, schnell, aktiver First Touch. Physisch auch stark geworden, aber wie gesagt, eher der schnelle Stürmer im Mittelfeld als der Dribbler, der Zweikämpfe gewinnt. So, wir gehen gleich weiter. Das wird eine Partie, die wir eigentlich könnten wir auch simulieren, aber ich mache es jetzt mal, weil es ist schön. Mallorca ist auch eine Mannschaft, mit der man sich hier ein bisschen identifizieren kann. Tomikowski ist in der Startelf und das ist gut. So. Das ist keine ganz gewöhnliche Partie und das merkt man auch an der Stimmung. Das merkt man daran, wie angespannt alle sind. Derby. Wir zeigen Ihnen diese Partie live aus dem Santiago Bernabéu. Schön, dass Sie dabei sind. Die CDU der Ansicht, dass das eine Derby-Rivalität ist. Mallorca gegen Madrid. Na ja, gut.
So, hier das wunderschöne Stadio Bernabéu. Aus dem Stadio Santiago Bernabéu in Madrid melden wir uns heute. Bernabéu ist großartig, die Stimmung und auch der Sound. Ich lasse es hier mal laufen, die Hymne. Ich habe schon festgestellt, wenn man so ein Video auf YouTube stellt, muss man diese ganzen Musiken rausmachen, weil das dann... weil der YouTube passt, wenn du so die Musik dran hast. Aber wir sind hier im Stream, das lassen wir laufen. Ich finde das großartig, die Atmosphäre in diesem Stadion ist so unglaublich schön. Eines der besten, wenn hier die Hymne Hola Madrid erscheint, Wahnsinn. Gänsehaut, selbst wenn man sozusagen auf dem Fernseher sitzt und sich das anguckt. Ich finde es großartig. Tom Mikowski mag diese Atmosphäre, liebt dieses Stadion. Es sind auch so viele schöne Details animiert, deswegen lasse ich das mal gerne laufen, um es einfach sehen zu lassen. Hier nochmal von oben der Blick, das ist Santiago Bernabéu, wahnsinnig. Also, das ist wirklich eine tolle Mannschaft. Man fragt sich schon, was soll da noch kommen? Ob Tomikowski noch ein zweites Jahr bleibt, hängt sich davon ab, wenn er noch Titel gewinnt. Zwei sind noch möglich, Champions League und La Liga Santander. Aber ja, möglicherweise hört man immer wieder, soll der FC Bayern oder AC Mailand im Gespräch sein. Die Frage ist immer, was macht Tomikowski? Bleibt er mal ein paar Jahre beim Verein? Real Madrid wäre ein Verein, wo man sich das gut vorstellen könnte, klar, keine Frage. Aber ich sage mal, beständig ist der Wechsel. Das ist die Aufstellung. Und ich sage mal unter uns, hier mal die Mannschaft, die komplette Aufstellung. Hernandez, dicker Neukauf zur Hälfte der Saison, Montaro, Peter, Verratti, Casemiro, Brahim, natürlich starkes, brutal starkes Mittelfeld. Und vorne Vinicius, Sonny, Rodrigo, Mikowski mit der Möglichkeit. Den lasse ich mir jetzt entgehen. Entschuldigung. Startaufstellung der Gäste. Mit der Möglichkeit, noch Lautaro Matthias einzuwechseln, also mehr Qualität. Ja, also RC Di Mallorca sollte, glaube ich, kein Problem für uns sein. Wir schaffen das. Ja. Gleich offensiv angreifen, kämpfen uns an Einwurf, Vinicius Junior wirft ein, Verratti spielt schön ins Mittelfeld zu Tomikowski, der stribbelt sich durch, umläuft. Ja, wunderschön, das ist einer der seltenen Momente, wo er schafft, sich durchzusetzen. Wunderschöner Pass und raus, Tomikowski, aber er schafft es noch, den Pass rauszumachen, Rodrigo passt, aber das war wohl nicht ganz regelkonform. Hier gestoppt wurde, das heißt Tomikowski, man merkt es, nimmt diese Zweikämpfe viel stärker an. So, jetzt der Freistoß. Da ist Tomikowski auch gesetzt in der Regel. Schöne Animation. Nein, das macht in dem Fall Rodrigo. Was vielleicht besser ist, weil ein Freistoßexperte ist er nicht. Das ist schon mal daneben gezielt. Das kann es werden. Ah, geht der Ball doch noch ja, Rodrigo. Also ein richtiges Freistoßmonster haben wir hier das noch nicht. War eine knappe Angelegenheit. Aber auch diese Mannschaft wir muss ja irgendwo noch mal. Der Versuch war richtig Mann. Gut. Und da dürfte hier so manchem der Atem gestockt haben, das Ding hätte wir müssen gegen Real Mallorca nicht zehren, aber Gefahr ist immer so, ein Gegner zu unterschätzen, der hinten drin steht, sehr kompakt steht. Und da haben wir auch in der spanischen Liga, wie in ganz FIFA, immer wieder Probleme, sich durchzusetzen. Und jetzt, das war mein Puter. Rodrigo macht das richtig gut, sieht außen. Und jetzt diese Chance. Das war natürlich ein bisschen zu weit. Und Tomikowski, zack, fast geschafft. Das war ein guter Schuss, aber der Torwart hat aufgepasst. Aber wir sehen schon, da geht was. Ah, fast. Da wäre Tomikowski etwas dran gekommen. So, diesen Pass können wir locker abfangen. Also man sieht schon, dass wir hier klar feldüberlegen sind. Jetzt mal versuchen mit einem langen Pass rein. Und ja, ah, das war natürlich zu schwer vom Winkel. Da hat der Rodrigo keine Chance abzukommen. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war vom Timing nichts. Aber ja. So, aber das ist ja noch lange her. Ja, das ist sehr nett von dir, Kevin. Vielen Dank. Dieses Kommentatoren-Duo kennen wir halt auch schon auswendig. Ich könnte jetzt ein bisschen respektvoll sein, die zwischendurch ausreden lassen, aber ich kann so vieles nicht mehr hören, was die mir sagen. So, ah, das war natürlich nicht so besonders gut von Rodrigo. Nicht so wirklich. Ah, Wahnsinn. Passt Leute auf. Ja, das ist immer so. Das sind genau diese Spielzüge, wo man denkt, oh, ich hab das Mallorca. Und schon steht der Gegner mitten im Strafraum. Oh, in letzter Sekunde können sich die Abwehrspieler noch dazwischen. Jetzt aber schnell mal schnell. Vinicius Junior schafft sich durchzusetzen. Verratti. Oh, da läuft Tomikowski. Und wenn er mal läuft, sollte man ihn laufen lassen. Weil laufen kann er nur wirklich. Jetzt die Frage, schafft er den guten Pass in die Mitte? Oh nein! Ah, Brahim.
kann den Ball nicht nehmen. Ja, es ist immer diese Spiele, wo man jetzt aber komm. Stürme vorbei und Lieder lässt er sich. Ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereit. Naja. Ich ehrlich gesagt hätte ich da mal auch, und das findet Arkal und Rutti ganz genauso, sind wir uns einig, hätte man auch mal über einen Elfmeter nachdenken. Aber gut, ein Torwart, der Greif heißt, das ist ja auch geil. Scheint mir ein Deutscher zu sein, ne? Sagt mir nichts der Name, vielleicht kennt ihn jemand. Hier, ich glaube, ich könnte ja mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es kennt. So, interessant. Ich habe mich mit Mallorca noch nie beschäftigt als Mannschaft, deswegen ist es auch interessant. So, jetzt schnell nach vorne. Vinicius Junior natürlich eine schnellste Mann. Tomikowski läuft schon gut mit, wird aber auch gut abgedeckt. Und nee, das war nicht zu schaffen. Also wir sehen, das ist wieder so ein unangenehmer Gegner, der hinten dicht macht. Das soll er auch tun gegen Real Madrid. Und jetzt, genau, versucht, dass das nicht passieren darf. Er kommt noch zum Glück. Erwartet er jetzt, erwartet auf die Unterstützung der Kollegen. Er geht dazwischen. Ah, Militao und oh, Leute. Ja, den hält er natürlich. Also, das ist wieder so eine, ne? Also man gewinnt gegen Atletico. So wie so häufig ist man gegen die starken Gegner richtig gut, aber jetzt sehr schön. Tomikowski reingespielt und er selbst geht zurück und verliert den Ball klar. Ne? Da ist die berühmte Zweikampfschwäche, die wir leider immer haben. Das hängt ein bisschen auch mit dem Spielprofil. Ich habe Tomikowski immer schnell gemacht. Aber nie so besonders. Zweikampfstark. So wird die Szene abgepfiffen, schade. Ja, ja. Erzählen Sie wieder was zum Abseits. Alles eine Frage des Abseits ist das, was Sie nur eingesprochen haben, das kann man aber auch schon nicht mehr hören. Das ist wie immer, nein, auch da kommt die Flanke nicht an. Ja, das ist das erwartet schwierige Spiel. Gute Aktion. Jetzt kommt schnell einmal vor und Rodrigo. Und einmal, ja. Es ist kein Durchkommen. Wirklich Torgefährlich ist am Ende nicht, sagt der Moderator, klar. Er stört eigentlich. Könnt ihr mal Feedback geben? Stört es, dass da im Hintergrund der Moderator quatscht? Ich nur quatsche, oder? Beide mit sehr ist das egal, man kann die auch ausschalten. Ich bin nur am Üben mit dem Stream, deswegen bin ich da offen für Vorschläge. Vielleicht schalte ich auch mal die Musik aus zwischendrin. Mal schauen, muss ich alles noch wissen. Und klasse durchgesetzt! Oh, das war natürlich immer die Gefahr, wenn man zu viel Quassel nebenher, dann. So. Wenigstens steht die Abwehr, das ist schon mal gut. So, jetzt Rodrigo, komm, einmal richtig schnell nach vorne. Ist hier immer noch am Ball. Tomikowski, jetzt nimm ihn an und hau ihn rein. Ah, das war ja. Aber sie stehen ihm auf den Füßen. Oh, da sagt er, danke schön. Das ist viel zu schwierig. Wir sehen 0-0. Das sind diese scheinbar leichten Spiele. Viele blöde Ballverluste. Das ist ja kein Problem. Ah, Peter schon wieder zu langsam. Also, wenn ich irgendwas zu sagen hätte in dieser Mannschaft, würde ich mich aufstellen, aber der Trainer ist überzeugt. Und ja, meine Güte. Tja. So, jetzt eine Halbzeit zu vergessen. Steht hier noch 0-0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr ins Risiko geht. Ja. Schüsse aufs Tor 2, aber gefährliche waren nicht dabei. Naja, was soll ich sagen. Also gut, das kann nur besser werden. Ja, Ballbesitz 49-51 ist jetzt auch nicht so, wie man es erwarten sollte gegen einen schwachen Gegner. Aber die Erfahrung habt ihr sicher auch gemacht gegen scheinbar schwache also Gegner, die sich verbarrikadieren. Das ist FIFA unfassbar schwer zu gewinnen. Allein schon, weil hier das Flügelspiel dann immer gerne unterbunden wird. Jetzt haben wir es einmal geschafft, hier das Spiel zu brechen, aber natürlich ist da keiner mitgelaufen. Jetzt kann ich hier noch reinflanken, aber da ist natürlich schon wieder ein Abwehrspieler. Das ist unfassbar schwer gegen solchen Gegner. Ich spiele ehrlich gesagt lieber gegen Barcelona oder eine andere oder Bayern München, Borussia Dortmund, die schön offensiv spielen, da wird es dann ein schönes Spektakel, aber du kannst halt auch mal durchbrechen, selber Tore schießen. Hier musst du ja wirklich jeden Zweikampf jetzt wie jetzt hier erkämpfen. Jetzt geht Tomikowski an dem vorbei. Er hat es geschafft. Ne? Ah, jetzt hat er natürlich. Aber schneid nochmal den Pass ein. Da steht einfach immer irgendein Abwehrspieler. Jetzt. Ja, jetzt sind sie wenigstens ins Mittelfeld. Zweikampfstark, man ist halt nicht schon Wahnsinn, diese Mannschaft zu spielen. Da ist ja jede Position hochgradig besetzt. Wenn man dann den Kontrast hat zur dritten Liga, die wir auch noch hier nebenher streamen mit unserem Community-Projekt. Ist natürlich spielerisch ein anderes, aber die Gegner sind natürlich auch ein bisschen anderes Kaliber. So, jetzt vielleicht mal endlich mal durchbrechen. Komm. Jetzt hast du ja diese Geschwindigkeit. Natürlich, aber. Da ist der Ball jetzt weg. Das hat im Pep Guardiola schon gesagt. Junge, pass auf, du bist zwar schnell, aber allein damit. Jetzt
schon wieder nicht. Das war mal versucht, so einen raffinierten Querpass zu spielen. Jetzt sind hier noch es wird langsam Minuten eng und ich sehe schon Uwe vom Kontertor. Ich meine, ich bin ja mal gute nicht ganz Aktion, böse, wenn dieser... das war's, ja. Na, Courtois hilft. Wenn wir in dieser Karriere auch mal ein bisschen verlieren, weil das immer so für die Geschichte auch interessant ist, die wir ja nebenher schreiben, die Story auf dem Discord-Server. Wenn immer nur gewonnen wird, ist ja auch meistens langweilig, das war... Und Tom Binkowski macht es gut, Renama Verratti und natürlich steht Verratti wieder jemand im Weg. Jetzt kommt Pott. Abgeprallt und nachschießen, komm. Ja. Und das war's. Blödes, schmutziges Abpraller-Tor. Scheißegal, Hauptsache, wir haben es geschafft. Und hola, hola, natürlich für die 1 für mich turniert. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. So läuft das gut. Abpraller irgendwie reingehauen. Das kann er halten, steht immer da, wo es sein muss. Tom Binkowski, der neue Haaland, wie hier gerade vor dem Chat geschrieben wurde. Ja, glaube ich, kann man vergleichen. In so jungen Jahren so erfolgreich. Interessant, was kommt dann noch? Es gab sicher auch mal Krisen bei Manchester United. Ich bin gespannt, was daraus noch wird. 22 Jahre hatte ich sie noch vor sich. Werden sie Spielekarriere weiterspielen, obwohl das ein bisschen das Problem bei EA bei der Karriere die Entwicklung des Spielers dann schon abgeschlossen ist. Am Level 25 gibt es ja keine Weiterentwicklung mehr. Das ist was EA definitiv fixen müsste in der nächsten Spielekarriere. Aber es macht trotzdem viel Spaß, dieses Spiel zu sehen, wie er jetzt auf den Bühnen der Welt rumturnt. Wird jetzt wahrscheinlich auch gute Transferangebote kriegen. Vielleicht geht er auch mal ins Ausland zu einem ganz exotischen Verein. Alles möglich. Also da gibt es noch irre viele Möglichkeiten. Die Spielekarriere hat sich enorm entwickelt, finde ich. Ist viel besser geworden. Jetzt die Flanke, aber hat noch Kinderkrankheiten. Da sind sie so, immer noch Leute, sehr jetzt kommt jetzt. Brahim und Rodrigo. Ah, genau. Schön. Natürlich Ball wieder nicht schön. Das ist wieder das Problem, dass die CPU manchmal Pässe spielt, die du im Leben nie machen würdest. Und was war denn das für ein Pass? Was war denn das? Gut, ja, Militao. Oh, da was gibt war der Freistoß für Real. Ah, also... Habe ich jetzt gar nicht so gesehen, aber es wird schon berechtigt sein. Ne? Irgendeinen Grund wird es ja geben. Gut, dann glaube ich, haben wir die Sache gefährlich. Rodrigo wird raus. Wer kommt rein? Ah, das ist Takefusu. Wo kenne ich schon? Ein beliebter Karrieremodus-Spieler, der immer gerne als Talent gekauft wird. Schon in den früheren Teilen. Mittlerweile nicht mehr nur Talent, schon auch ein starker Spieler. Enorm Entwicklungspotenzial. Jetzt, was Tom Binkowski macht, der Stadio Santiago Bernabeu, da kann dann Vinicius Junior ab, der spielt schätzen, zurück. Dass man solche könnte er eigentlich. Ja. Und jetzt diese Chance. Ja. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen. War ein schöner Pass an Brahim, aber ist nicht so das große Tormonster. Ja, den hätte er eigentlich nur einschieben müssen. Aber das ist immer in solchen Spielen, wo es eng ist, da geht dann wirklich alles. Wie greift Daniel Greif, heißt der gute Deutsche eigentlich, weil die natürlich dann auch wirklich alles schief, was schief gehen kann. Wie es so ist. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Tom, komm. Ja, Tom macht's. Und jetzt vor. Das müsste ein Tor werden. Und ja, oh, meine Güte. Ja, auch in solchen. Auch ein Tom Binkowski verschießt mal. Und wir sehen halt. Ja, das sind 2 Torschüsse. Das bringt uns überhaupt nichts. 1-0 ist ein Ergebnis. Das ist natürlich. Das mögen wir, zumal die CPU ja bekanntlich ab der 88. Minute manchmal sagt, die Kräfte entwickelt. Nee, mit dem Ballverlust. Oh Gott. Sie drängen auf den Ausgleich, vielleicht geht jetzt was. Boah, da wird es mal spannend. Das wäre mal spannend Sie geworden. Zum Glück haben wir mit Courtois einen der besten Torwarte. Wir kennen ihn alle aus dem realen Champions League-Finale. Als Helden, er ist hier auch wahnsinnig gut. Man kann alles, kann Elfmeter, Stellungsspiel. Schnell, flink, also Wahnsinn. Ja. Mal gucken, ob wir dies auch noch, müssen wir noch abwehren. Ja, ja, da hilft uns Courtois jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Mal den Ball bis nach vorne spielen, aber nicht zu riskant. Jetzt ist es eigentlich gleich vorbei. Bei 4 Minuten ist es eigentlich schon. Und nochmal ein Angriff. Ja. Ja, das schafft er noch. Komm. Jetzt ist er auf. Wenn die CBO nicht abpfeift. Und yes, das war ein klarer Ausrufezeichenpunkt, meine ich, von Tom Binkowski. Ja, wir sehen, war eine schwere Partie, aber es hat wirklich gut funktioniert, das muss man sagen. Wir freuen uns über die Jubelszenen. Tom Binkowski hat das Spiel geprägt und entschieden, wer es vom Top-Stürmer erwarten kann. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte.
Ohne Technik sind die beiden Schlagworte, ja. Das kommt auf die Floskelliste ganz nah. Da freut sich gerade Angelotti und Tom freut sich, dass gerade Angelotti sich freut. Und er weiß, das müsste es siehe schon eine spanische Progresse. So, das war's. 2-0. Wir haben die Tabellen für uns souveränst verteidigt. Ich glaube, da können wir uns jetzt wirklich sehen lassen. Rodrigo. Bekowski, die Karte, Neuzugang. Eine runde Sache. Also, es macht Spaß, mit der Mannschaft zu spielen, aber ich bin auch froh, dass es nicht zu leicht ist. Hier Takeru Kubo noch. Vinicius Junior, hier die Gratulation, super, Note 10-0, zwei Tore, keine Vorlagen, weil er hat die Tore einfach selber gemacht, viermal aufs Tor geschossen. Saubere Leistung, so Wunsch, so kennen und mögen wir Tom Mikowski, einfach eine Hausnummer. So, damit sollte er auch wieder Startelf sicher sein, wir gucken mal auf die Noten, natürlich die beste Note, aber Courtois natürlich mit seinen sagenhaften Paraden hat uns das Spiel auch gerettet, das hätte gut anders ausgehen können. Rodrigo, Brahim, Vinicius Junior, Verratti, Militao und je weiter nach hinten, desto schwächer ist es, das kennen wir schon. So, jetzt schauen wir uns mal hier noch an, wie das in der Kabine dann gefeiert wird. Ich mache immer Screenshots nebenher und nutze das dann für die Karriere-Story, die auf dem Discord-Server zu finden ist. Der Link zum Discord findet ihr in meinem Kanal. Und natürlich auch im Blog www.fifa-karriere.com. Auch da wird die Geschichte aufgeschrieben, auch da der Link in meiner Kanalbeschreibung. So, das sieht gut aus. Carlo Ancelotti ist ergebnis gut, alle drei Ziele erreicht, das ist sicherer Startelf Auftritt. Tom Mikowski, jetzt haben wir ihn gerade noch gesehen, wie er hier noch hat und natürlich ja, ne, es wird nicht einfacher. Nachdem wir Pokal schon gegen Barca im Achtelfinale mussten, kommt im Achtelfinale der Champions League Bayern München. Wir haben ja bisher, ist ein Fluch, hier sehen wir nochmal das Ergebnis der Sportberichterstattung auf der internationalen Karriere, liegt ein Fluch von Tom Mikowski. Er kann da, hat da noch nie irgendwie was Großes gerissen. Bei Manchester City schamhaft ausgeschieden in der Gruppenphase. Dann in der Europa League gegen Wolfsburg auch gegen den man siegen müsste. Also das wird eine Hammerpartie. Bin ich ausgesprochen entspannt und die kommt natürlich jetzt hier auch noch ins Stream rein. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind in der Startelf, das heißt, wir müssen uns hier nicht groß überlegen. Jetzt gucken wir nochmal die Aufstellung an. Die sieht man ja nur hier in dieser Bildschirm. Aber wir sehen, Tom Mikowski ist in der Regel gesetzt als Mittelstürmer und das ist für ihn die perfekte Position. Er ist schnell, er ist torgefährlich, er steht an der richtigen Stelle. Spielt oft hier als falsche 9 auch, kann also ein bisschen auf das Spiel dirigieren. Vinicius Junior und Rodrigo als Außenspieler in der Mitte, so großartige Spieler wie Verratti, Vieira und Casemiro, die natürlich auch alle torgefährlich sind und schnell nach vorne spielen. Hinten dann Hernandez, Ndicka Neu, Militao und Peter, sicher der Schwächste hier mit Abstand, der immer wieder komischerweise aufgestellt wird, aber in Courtois, also mit der Mannschaft, muss man eigentlich auch die Champions League gewinnen, aber wir sehen, Bayern München hat sich Timo Werner geholt, hat De Bruyne, also das sind jetzt auch Namen, die wirklich ziehen, da haben sie ihre alten Stammspieler, Gnabry, Sané, Goretzka, Kimmich, ja, Ginter gekauft, Lodi, Skriniar, Partey und Neuer im Tor, das ist natürlich auch eine Mannschaft, also das wird ein Wahnsinnsspiel. Bin gespannt und hoffe, dass das klappt. Hier mit Publikum noch ein bisschen spannender. Aber ja. Gut. Heute steht ein sehr interessantes Europapokalspiel. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wir zeigen Ihnen das Spiel wie gewohnt live hier aus dem Santiago Bernabeu. Während hier die Vorbereitung läuft, werde ich schon mal. Jetzt kommt hier die Hymne. Wahnsinn, das Stadion. Halbfinale. Es ist ungemütlich hier im Estadio Bernabeu, liebe Fußballfreunde, ja, denn es regnet in Strömen. Wolfuß ich wusste mal hier den Link auch heute wieder das zum Discord-Server in den Chat rein und da kriegt ihr jederzeit schauen, wie diese Karriere sich entwickelt, da wird es nämlich aufgeschrieben und viele anderen, die aufgeschrieben sind, 400 Mitglieder inzwischen. Der größte deutschsprachige Karrieremodus Discord-Server mit der tollen Community, wo wirklich was passiert und tolle Geschichten geschrieben werden. Also es lohnt sich da reinzugucken, nicht nur wenn man Tom Mikowski und Real Madrid als Geschichte sehen. So, weiter geht's. Für die Bayern ist dieses Achtelfinale der UEFA Champions League. Weiß keiner zum Moderator bewerben, naja. Schon mal hat Kevin so mal vorgeschlagen. Nee. Ja, ist geil als Fußballmoderator, aber ja, die Arbeitszeiten sind ein bisschen schlecht. Ja, und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ein Familienvater, ne? Immer dann, wenn er Zeit hat. Wie könnte es auch anders sein? Aber ja, wer weiß, vielleicht in den zweiten. Die Wahrheit wenn liegt hier auf dem Platz. So, jetzt geht's ja das Spiel, also Spiele Bayern München gegen Real Madrid. Was für eine Atmosphäre hier im Estadio Bernabeu. Die
Publikum ist natürlich heiß drauf. Und solche Spiele lebt Real Madrid, die natürlich eigentlich ja die Champions League als ihre eigene Liga betrachten. Dort wollen sie erfolgreich sein. Wir sehen mit dem Bruyne und Werner sich ein gewohntes Spiel im Bayern-Trikot. Aber wir sehen, das ist eine Mannschaft, die wird uns nichts schenken. Da müssen wir schon in der ersten Minute präsent konzentriert sein. Wahnsinn. Das Achtelfinale der UEFA Champions League. Hat man für die ganz großen Teams nicht FIFA 19 gespielt. Klar, du träumst vom Halbfinale, vom Finale, Madrid, aber du musst erstmal das Ding gewinnen hier. Ja, das sagen ihre Protagonisten. Auch die, die das Ganze wirklich Schritt für Schritt angehen, die genau wissen, du musst in jeder Partie 100% sein. Und auch so ein Achtelfinal-Hinspiel ist kein Selbstläufer. Carlo Ancelotti, der Mann von Spiele. Real Madrid also. Hier geht's los. Was für eine Mannschaft. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Auf der Bank noch Karim Benzema, Lothar Matthäus, Krefus, Chamamadi. Karim Benzema hat ja Tomekowski ersetzt, was auch eine Ansage ist. Der ist natürlich mittlerweile auf 7-38 dieser Karriere. Bayern München. Inter. So gehen's die Bayern also. Ja, wird heute auch verdammt schwierig. Im Tor ist Manuel Neuer. Leon Goretzka war mal bei uns. Der wurde weggekauft von Real Madrid. Diese Karriere. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka. Und die haben natürlich auch noch eins auf der Bank sitzen. Da, glaube ich, wird uns nichts geschenkt. Hier Timo Werner. Hatte ich mal vor als wie Stuttgart. Natürlich zurückgeholt. Geht FIFA 22 noch stärker. Viel stärker als in der Realität. Würde er so spielen, dann. So, wer und jetzt beginnt die UEFA Champions League in diesem Jahr erst so richtig. So, nämlich jetzt mit gleich hier in die Zweikämpfe gehen, gleich mal, angreifen, pressing, überhaupt nicht den Gegner ins Spiel kommen lassen. Das ist immer mein Rezept gegen solche Mannschaften. Fahrzeug, wenn die erstmal im Spiel sind, vorne vor Score, dann wird es meistens gleich ganz bitter. Ja. Deswegen funktioniert das gerade schon mal nicht so, wie man sich das vorstellt. Wir spielen raus auf Gnabry, den Flügel, Gnabry. Ja, immer. Ja, ja die haben natürlich immer noch. Ja. Ja, wir sind hier zweikampfstark, aber. Ball wird abgeschirmt. Ja, Gnabry ist eine Nummer. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an da, den langen Pfosten. Da sowas hat Courtois. Jetzt gleich nach vorne. Kurzen Lücken, wenn der Gegner unsortiert ist, Tomlinkowski anspielen. Aber das ist natürlich nicht. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelb. Das war, glaube ich, für den Winter nicht so eine große Nummer. Gelb vertretbar, Buschi. Ja, ja, gleich absolut. Mal ein Warnsignal. Tomlinkowski folgt mir nicht. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Ist ein wertvoller Spieler, der wird nicht so umgegrätscht. Hallo, was ist das für eine Nummer? Da hätte man auch andere Karte aufzeigen können. Sag ich jetzt mal als. Ja. In diesem Spiel, mein theoretisch virtuelles Spiel. Natürlich lässt man nicht, dass man anders und Spiele niemals hier mitspielen. Aber da ist man schon ein bisschen emotional. Das war der Nix. Ja, genau so. Hier Thomas Partey ist natürlich auch, also das sind schon irre Spieler, die da bei Bayern hier auflaufen. Immer interessant, was die CDU sich so ausdenkt. Vorsicht, nicht Timo Werner nach vorne lassen. Das ist, glaube ich, das ist überhaupt der Timo Werner, der darf überhaupt gar nicht, müsste eigentlich immer abgedeckt werden. So, Leute, das gefällt mir überhaupt nicht, wir spielen nicht, den Ball gut laufen. Nicht so, wie wir das wollen. Und ja, genau, jetzt, das kann man sich schon, Glück gehabt. Das war eigentlich hier, Leon Goretzka. Er ist brutal stark in dieser Karriere, hat sich schon mehrfach. War selbst mal bei. Ach nee, da war bei Manchester City. Entschuldigung. Ja, bei Manchester City war der. Und ein absolutes Brett. Da haben wir Glück gehabt. Jetzt müssen wir uns gleich ein bisschen mehr konzentrieren. Das ist eine Mannschaft, die können wir nicht so mit. So, das war gut. Schnell. Und Tomlinkowski, ja. Über, vorbei. Real Madrid mit dem und nächsten Angriff. Doppelpass. Na, aber schön gedacht, aber da aus ist natürlich. Dieser Situation Gefahr bereinigt. So. Tomlinkowski anspielt, ja, schnell. Und die Möglichkeit. Und. Toll geblockt. Er wollte nochmal einen Trick machen, das war aber wieder ein Haken zu viel. Hätte er vielleicht doppelt so gleich geschossen. Immer wieder Diskussionen. Kleine Lücke genannt, also wir sehen, da wird es nichts geschenkt nach dem in dem Spiel. Karriereende dem Leute, da ist doch Timo Werner. Komm, und das gib mich. Ja auch dem Club. Gute Parade. Zum Glück haben wir Courtois. Ich glaube, der hat uns jetzt schon hier echt mal zwei dicke Bretter rausgehauen. Aber so können wir hier nicht weiterspielen. So, jetzt mal schnell nach vorne. Vera. Nimm nochmal Tomlinkowski mit, ja. Der spielt nach außen. Rodrigo raus. Nochmal einen Handschlag. Gut, und. Schöne Aktion. Ah, das schön ist natürlich wieder zu durchsichtig. War auch so nicht geplant. Pressing gegen Party. Ja, das war gut. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Rodrigo einen Einwurf hast geholt. Da muss ich ja über alles hier schon freuen. So. Jetzt Ferrati. Es ist so eng, da kriegst du überhaupt keinen Platz. Und die Bräune ist natürlich auch eine Maschine. Wenn der im Mittelfeld mal ins Spiel kommt, da müsste man. Milan Skriniar.
Ja, das, die Hauptschwierigkeit ist, da mal an den Ball zu kommen. Wenn Bayern hier mal nach vorne spielt und die sind gefühlt hier noch viel besser als jetzt da mal in ihrer Grundformation, die ja bekanntlich nicht die beste war. Ja, hoffen ja alle, dass Christian Ronaldo in der Realität zu Bayern kommt. Serge Gnabry. Weil ich noch nicht so ganz glaube, aber das wäre natürlich dann für den Karrieremodus wieder was. Ist eine klassische Karrieremodus-Geschichte. Basiert eigentlich nur im Karrieremodus. Super Zweikampf. So, jetzt mal schnell nach vorne. Komm, hier. Idiot. Verratti wieder zu langsam, passt nicht genau genug. Und schon sind die wieder da. Das ist echt der Hammer. Also, ich glaube, wir müssen. Das wird, glaube ich, mit der Glück haben. Ja, das war absehbar. Wir waren nicht gut in Form. Leute, das kann nicht sein, dass wir gegen Bayern hier in der Champions League so früh ausscheiden. Das wäre für Tom Mikowski wieder ein Rückschlag. Und dann ist natürlich die Frage, kann man dann von Real weggehen, die beste Mannschaft für Champions League? Gut, man kann zu Bayern gehen, ne? Das ist natürlich so spannend, mit Timo Werner zu ersetzen. Der dann wahrscheinlich nicht ins erste Spiel zurücktritt. Also das wird eine interessante Konstellation, muss man sich gut überlegen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll noch, bei Real zu bleiben. So, aber jetzt erstmal diese Partie mobil. Jetzt gehen wir mal voll ins Lass und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren, sonst wird das hier nichts mehr. So, schön gut gesetzt. Einmal außenrum, einmal rausrum. Kommt einer nach, kommt einer nach. Ja, schön vorlaufen. Und Tomikowski. Nein! Tomikowski, wieso triffst du denn nicht, du Heini? Vorsicht, Zweikampf gewinnen und. Was ist ein wildes Ball rumgefuchtel hier, aber. Nicht so, dass wir da jetzt hier so richtig gut spielen. Im Ballbesitz. So, Casemiro versucht Gnabry auszubremsen, was ein ambitioniertes Vorhaben ist. Aber wir müssen irgendwann mal hier in die Offensive kommen. Richtig hier gutes total Passspiel da von Bayern München. Nee, Vorsicht. Vorsicht, Timo Werner. Ja, der hatte gut im Griff, aber. Serge Gnabry. Gnabry wieder. Uah. Super von Gutwein. Oh, wow, Leute, das ist eine Nummer. Knappe Pausenführung. Es das steht sieht überhaupt nicht aus. Wir müssen Ding jetzt auch gucken, dass wir hier nicht, noch nicht sehr im Rückstand geraten. Es gibt ja noch ein gutes Spiel. Tomikowski bisher noch nicht so, wie wir ihn kennen und so überzeugt. So, dann mal weiter. Man City, der Konkurrent aus der Gruppenphase, die wir auch verloren haben. Ja. Es liegt vorne. Ding, also, das Champions League wird brutal. Weiter. Das soll ja auch nicht so einfach sein, zu gewinnen. So, das war mal schön von Vinicius Junior. Jetzt. Ah, schon der Ball wieder verloren. Das hat er natürlich. Jetzt mal schnell nach vorne. Jetzt Verratti. Jetzt hat er es. Oh, da ist er durch. Ja, das war gut. Wenn Tomikowski mal frei war, dann schafft er das auch. Das hat er wirklich gut gemacht. Klasse, da freut sich natürlich, dass es da du Santiago Bernabeu hier die Fans mit grauen Haaren. Ah, die Stimme. Da ist er ganz einfach so, durch, schön gemacht, gutes Zuspiel, das war Verratti, wenn ich das sehe. Und dann super Manuel Neuer ausgetrickst. TB09, wie er heißt. Alemancia 07, TB09 ist zur Stelle, wenn man ihn braucht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass daraus noch mehr wird. Seine Mannschaft hat sich hier wieder reingekämpft in diese Partie. Nämlich, dass wir die Bayern auch noch besiegen im Hinspiel. Also 1-2-1 ist schon gute Ausgangslage. Wird dann sicher nicht einfach die ganze Arena im Rückspiel. Ja. Klares Foul und zunächst gut weiterspielen lassen. Litau, das ist die Sieg. Litau. Die kann noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Ah, nee, jetzt war. Muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal. So, die Bayern wechseln. Coman kommt ins Spiel. Skriniar. Ja. Ah. Oh, Leute, das ist schon wieder. Schnell ab. Sehr gut. So was hat Thibaut. Aber. Ich wollte einen kleinen einleiten. Stattdessen. Ja. Keine Verschnaufpause hier. Ah, Roman überspielt uns. Da muss. Da ist die Flanke. Da können Sie den gut Ball erstmal rausbringen. Tomikowski gewinnt das Kopfballduell, bringt uns aber nicht viel ein. Timo Werner. Ganz wichtig, da muss er hin. So. Theo. Jetzt mal geht kontrollierter Spielaufbau. Fabio Vieira.
raus, genau, sehr schön zu Peter. Oh, das ist natürlich eine sehr langsame Spiel überhaupt. Was macht der von der Zwischenball ist weg. Beiden Kleister. Was macht der für ein Mist? So ein Pass, also wirklich. Aber das ist wieder CPU, ich kriege den nächsten Spieler. Kannst du jetzt hier mal sagen, spielen die Mitte? Nein, die CPU meint. Werner jetzt. Direkt jetzt vorne im Strafraum, wo drei Verteidiger stehen. Da sei es besser. Schon diese schöne Chance zunichte. Boah, wir lassen es wieder ausspielen. Thomas Peter natürlich. Party. Stellt er diesen Peter mal auf? Ein 74er Spiel, der hat doch bestimmt bessere Alternativen. Leute. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Leon Goretzka. Goretzka. Ball ist bei Coman. Könnte die Führung werden. Das hat Patois. Am besten gleich. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Schade, er wollte Tomikowski gleich durchstürmen, hat aber die Ballnahme verpasst. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich tut. Leute, das wird ein Hammerspiel. Sie können nicht klären, sind weiterhin Bedrängnis. Oh Gott, was ist das für ein Pass? Was ist das für ein Pass? Werner, klasse Schuss. Boah. Und jetzt haben sie die Nase vorn. Klar, das sind solche Schüsse, die kann dann nur die CPU so richtig gut irgendwie an der Strafraumgrenze hierbei rein. Ach, ja, das war natürlich da dieser katastrophale Pass, der alles. Und dann könnte man hier meinen, die Abwehr hat alles im Griff. Dran an Timo Werner und der macht trotzdem das Tor. Gut, jetzt wir haben noch knapp 20 Minuten, da ist noch alles möglich. Ein Remis wäre schon als Ausgangsbasis, dann können wir in dem Spiel zumindest wieder so wie von Null begonnen. So, das war ein guter Zweikampf von Vinicius Junior. Das sieht gut aus, Tomikowski. Ja, da war natürlich hier die Abwehr zur Stelle und. Den Zweikampf verlieren wir, wie so viele. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man ballbesitzorientiertes Spiel. Ja, ja, ich komme halt völlig frei. Werner. De Bruyne. Ja, De Bruyne ist eine Ansage. Kimmich. Jetzt nie hier ein Tor kursieren, da wird es nämlich ganz schwierig. Nicht so austanzen lassen von Kimmich. Und da ist er zu früh losgelaufen. Gott sei Dank. War nicht zu übersehen. Abseits. Leute, Peter kommt raus. Gott sei Dank. Wieso nicht gleich? Taktik für sich zu spät eingewechselt. So wird das nichts. Sehe ich auch so. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Real hat so seine Probleme auf dem Rasen. Casemiro spielt schön weiter. Vinicius. Und jetzt Santiago, ein guter Pass. Ja. Das muss doch Motivation jetzt geben. Komm. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich Tombikowski machen. Gemacht. Ja. Wahnsinn. Ein herrlicher Spielzug. Vinicius Junior außen. Wahnsinn. Die beiden können es einfach. Man merkt, Tombikowski fühlt sich hier in seinem Element. Hat zwei super schnelle Außenstürmer. Die in die Flanken versorgen, genau so das braucht er. Da kommt richtig die Flanke sein. Und dann stimmt die Zuordnung dahin. Sehr schön, wahnsinnig, extrem schwierige Winkel und Manuel Neuer am Tor. Drin der Ball. Aber das sind die Situationen, die Tomikowski liebt, den Ball irgendwie dann vorbei zu spitzeln. TB09 schlägt wieder zu. Sagenhaft, guter Mann. So, und weiter geht's. Jetzt bin ich 2 gespannt, zu 2, was hier nach geht dem 2:2 passiert. Das wäre natürlich wunderbar, wenn man. Das ist nicht mehr viel Zeit. Lieber aufpassen, dass man nicht so jetzt. Ah, schade. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Coman natürlich brutal schnell. Lässt den Gegner stehen. Außenverteidiger ist schon ziemlich ausgepumpt, aber Casemiro spielt den Ball weiter an Vinicius Junior. Der hat noch Energie, der ist schnell. Hier hat kommt die Außenbahn frei. Jetzt kommt vielleicht nochmal in dieser Co-Produktion. Vielleicht der letzte Angriff jetzt von Real Madrid. Die wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Ah, das war ein bisschen zu viel geschossen. Hätte noch ein bisschen weiter vorlaufen müssen, aber da wäre natürlich gleich wieder Verteidiger gewesen. Sowas kann natürlich Manuel Neuer aufhalten. Ein hechtender Klassekeeper, klar. Manuel Neuer, der hechtende Klassekeeper. Jetzt haben wir noch eine Chance. Ein Angriffszug. Wenn wir es irgendwie, wahrscheinlich müssen wir direkt reinspielen, sonst gibt es hier gar keine Chance. Aber. Ah, ja, das war's. Damit. Ball ist raus. Ball wird hier erstmal geblockt. So, das war's vermutlich. Jetzt wird abgepfiffen. Ja, 1-2 zu 2 im Hinspiel. Immerhin nicht verloren. Habt uns zweimal zurückgekämpft. Wir haben eine Remis. Das hat der Reporter sehr schön erkannt. So, liebe Leute. Das soll es jetzt für diesen Stream auch mal gewesen sein. Tomikowski nach der Pose. Da muss noch mehr kommen im Rückspiel. Aber es ist noch nichts verloren. Ja, er hat eine gute Bewertung. Maximalnote 2 Tore geschossen.
Aber es fehlte davor und dahinter, ne? Der Abwehr und im Mittelfeld, die haben einfach nicht die Pässe geliefert, haben sich zu oft den Ball verloren, haben Timo Werner zweimal durchbrechen lassen. Also, ich hoffe auf das Rückspiel. Ein frühes Ausscheiden wäre sicher nicht gut für Real Madrid und für Tomikowski. So. Tomikowski, wie immer, man guckt ja in der Spielkarriere ein bisschen anders. Ne? Also, dass das Team gewinnt, ist wichtig, aber oft ist ja noch wichtiger, wie der eigene Pro abgeschnitten hat. Wir können uns nochmal schnell die Tore angucken, weil es so schön war. Nicht die, das hier. Ja, jetzt sehr schön. Toller Pass von Verratti, dann die Schnelligkeit schnell vor und obwohl es ein 1:1 ist und Mario richtig steht, hat er keine Chance. Das ist seine Stärke, wahnsinniger Antritt, schnell, geschickt und dann noch im leicht verzögerten guten Schuss, der dann einfach einschlägt. Und das zweite Tor gucken wir uns auch nochmal an. Tom Binkowski hier, wahnsinnig, so natürlich unglaublich gute Flanke und dann wirklich auch überhaupt keinen Platz, der Winkel unmöglich, Wahnsinn. Die Verteidiger schon da. Das kann er. Ne? Also das ist seine absolute Stärke. Und hier unglaublich. Aber eben nur zweimal, während die Bayern auch zweimal getroffen haben. Das wird nochmal interessant. Wir speichern das ab. Nels City hat auch gewonnen. Das wird vermutlich nochmal Gegner sein, der Ex-Club, den wir auch nochmal treffen. Mit Tomikowski alles super, aber zufrieden. Hier Spieler des Spiels. Die Trophäe versteckt er eher, weil die Mannschaft natürlich nicht zufrieden sein kann. Wie das jetzt hier so gelaufen ist. Aber auch kein guter Befehl zu entlassen. Wir warten mal noch, ob Carlo Ancelotti noch in die Kabine kommt. Ich werde jetzt hier noch ein paar aufmunternde Worte sagen. Tomikowski ist natürlich nicht zufrieden. Der brennt vor Ehrgeiz wie die ganze Mannschaft. Alles andere als ein Sieg ist natürlich zu wenig, auch gegen Bayern wie Bayern München. Es wird überlegt, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen. Wo lag's? Warum haben wir so viele Zweikämpfe verloren? Hier, Carlo Ancelotti schüttelt den Kopf. Aber hier, das hätte er sich anders vorgestellt. Wir sehen ein bisschen, hat EA die Szene hier mit Remy mit genauso geschnitten, wie wenn man verlieren würde. So schlimm ist es nun auch nicht. Ja, liebe Freunde, das war's mal für diesen Mittagsstream. Der wird sicher dann auch noch zum Nachgucken sein, wird auf YouTube hochgeladen. Tomikowski auf Meisterkurs, ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen. In der Champions League werden wir sicher noch, bei den Bayern, Debütanten habe ich jetzt hier nirgends gesehen. Die Champions League wird noch eine echte Herausforderung. Wir gucken mal schnell hier auf die Gruppen, auf die Paarungen. Da sind jetzt nur gute Mannschaften, da werden Olympique Lyon, die wird wahrscheinlich ausscheiden, Bayern München, hier haben wir gesehen. Benfica, Dortmund, Porto, Tottenham, Leipzig, Neapel, ASU, nein, Lazio oben, Stadtrennen. Nur spannende Mannschaften dabei. Atletico auch noch dabei. Juventus. Also, da ist noch einiges drin. Diese Karriere bleibt unglaublich spannend. Dann ein letzter Blick auf unseren Pro. Hier einer der besten der Welt. Ich bedanke mich für den Mittagsstream und freue mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.